بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، wir haben vor Ramadan begonnen mit unserem Büchlein Fadailu Ramadan von Imam Al-Maqdisi Abd al-Ghani Al-Maqdisi, gestorben 600 nach der Hijra, also vor ca. 800 Jahren, über 800 Jahren. Genau. Und haben ja knapp zwei Drittel des Buches beendet. Und wir wollen das Buch jetzt abschließen, sodass man jedes Jahr so ein Büchlein hat für Motivation, Vorzüglichkeiten zu diesem Monat. Ja. So, Moment. Und zwar sind wir stehen geblieben beim Hadith Sayyidu Shuhuri Shahru Ramadan wa Sayyidu Al-Ayyami Yawmul Jumu'ah. Das passt ja, er sagt, der führende Monat der Monate von den 12 ist Ramadan und der führende Tag der Tage der Woche ist der Freitag. Ist bei euch bekannt, der beste Tag ist der Freitag, der beste Tag, an dem die Sonne aufgeht, ist der Freitag. So, dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, man sama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, den Hadith, den wir tausendmal hören und jeder schon intus hat, aber es niemals langweilig sein werden darf, weil es große, große Belohnung beinhaltet. Und zwar sagt er hier sinngemäß, sallallahu alaihi wasallam, wer den Monat fastet, aus vollem Glauben heraus, Glauben, dass er Pflicht ist, Glauben, dass es eine Säule ist, Glauben, dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihn gefastet hat und dazu aufgerufen hat, wahtisaba, und hofft auf die Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala, so werden seine Sünden vergeben werden. Und hier ist eine schöne Sache, und zwar gibt es diesen Hadith in verschiedenen Wortlauten. Einmal heißt es, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Also wer fastet. Dann kann es sein, dass man nicht so fastet, wie man fasten soll. Ja, man hat Minus und das haben wir alle. Dann gibt es den gleichen Hadith nochmal mit dem Wortlaut, man qama Ramadana. Das heißt, wer den Monat gestanden hat, das heißt im Tarawih-Gebet, dem werden seine Sünden vergeben werden. Dann kann es sein, dass einer den kompletten Tarawih nicht geschafft hat. Schau mal, wie barmherzig Allah ist. Er gibt uns eine dritte Chance. Und da heißt es, man qama laylat al-qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Das heißt, wer laylat al-qadr dann steht, dem werden seine Sünden vergeben werden. Und Laylatul Qadr ist in Klammern einfach zu erreichen. Die letzten 10 Nächte, siehe zu, dass du mit deinem Imam den Tarawih zu Ende betest. Fertig. Weil wir kennen die Belohnung. Wer mit, im Hadith heißt es, wer mit seinem Imam steht, bis dieser das Gebet beendet, so kriegt er die Belohnung der ganzen Nacht. Das heißt, Laylatul Qadr wurde bei dir niedergeschrieben, als wärst du die ganze Nacht stehend. Und wie lange beten denn unsere Imame? Eine Stunde, eineinhalb, wenn es hochkommt. Nur die viel lesen, gehen drüber hinaus. Auch wenn es 2 Stunden sind. Bete 2 Stunden und es wird dir die ganze Nacht niedergeschrieben. Weißt du, was ganze Nacht heißt? Von Iftar, Adhan, bis zum Adhan von Fajr. Diese ganzen Stunden steht in deiner Akte, als hättest du durchgebetet. Also sehen wir hier wieder die Barmherzigkeit Allahs, der wer den Monat steht, wer den Monat fastet, wer den Monat steht und wer Laylatul Qadr steht. Dann sagt er, وَمَنْ سَامَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ, wer einen Monat vom Ramadan fastet, فَكَأَنَّمَا سَامَ أَلْفَ شَهْرٍ لَيْسَ فِيهِ رَمَضَانَ, so ist es, als hätte er 1000 Monate gefastet ohne Ramadan. Subhanallah. 1000 Monate ohne Ramadan ist gleich dem Ramadan wert. Also das heißt, wenn du 1000 Monate fastest aus Ramadan, kommt es dem Ramadan-Monat gleich, den du fastest. Subhanallah.
Wir sind 1000 Monate. 12, 10, 100, 100, wie viele Jahre sind das? Subhanallah. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب المسلمين إلي من فطر صائمي رمضان. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Die beliebtesten Muslime bei mir sind diejenigen, die die Fastenden im Ramadan speisen. فَإِنَّ جِبْرِيلَ يُصَافِحُهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ. Denn Jibril höchstpersönlich gibt ihm die Hand, Laylatul Qadr, und den Salam. Und den Salam-Gruß. Also fastende Speisen, kennt ihr ja die gewaltige Belohnung. وَلِلصَّائِمِ عِنْدَ إِفْطَارِهِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. Und dem Fastenden ist eine Dua frei, die er sprechen darf, die halt angenommen wird. فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ إِذَا أَفْطَرَ دَعَا أَهْلَهُ وَوَلَدَهُ وَدَعَا. Als Abdullah ibn Amr ibn al-As, der bekannt war für seine Askese und vieles freiwilliges Fasten, er sagt: إِذَا أَفْطَرَ, wenn er sein Fasten gebrochen hat, hat er seine Familie und seine Kinder gerufen: Kommt alle her, lasst uns alle zusammen das Fasten brechen. Und dann haben sie alle zusammen, oder er hat dann Dua gemacht und seine Kinder und Familie haben Amin gesagt. Von Aisha radiallahu anha, sie sagte: وَحَضَرَ رَمَضَانُ, يَا رَسُولَ اللَّهِ, قَدْ حَضَرَ رَمَضَانُ. Als Ramadan kurz vor der Tür stand, fragte sie ihn: O Gesandter Allahs, was soll ich in diesem Monat sagen? Welche Bittgebet? قَالَ قُولِي, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Den Hadith, den ihr alle kennt und den man speziell zu Laylatul Qadr auch sagen soll: Allahumma innaka afu, O Allah, du bist der Vergebende, der die Sünden auslöscht. Tuhibbul afwa, du liebst es zu vergeben. Fa'fu anni, so vergebe mir oder so vergib mir doch. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam: Yustahabbu thalathu ma'abatin fi s-sana. Es gibt drei Zeiten im Jahr, in denen man seine Taube erneuern sollte, Inspektion machen sollte. Wenn du zurückkommst von der Hajj, bist du neu geboren und solltest dein Leben anders führen als sonst. Oder wenn die damals kämpfen waren im Dschihad, wenn du zurückkommst aus dem Dschihad. Und wenn der Monat Ramadan beendet ist, sollte man ein neues Leben beginnen, die Absicht fassen: Ich habe mich geändert, jetzt beginne ich ein neues Leben. وكان يقال من صام رمضان ثم مات من عامه ذلك دخل الجنة. الله أكبر. Es wurde gesagt, es war so der Spruch unter den Gefährten, unter den Gelehrten: Wer im Monat Ramadan, wer den Monat gefastet hat und danach stirbt, in diesem Jahr noch, was haben wir jetzt, März, April, und du stirbst, sagen wir im Oktober, November, so haben sie gesagt, wer in diesem Jahr noch stirbt, wird das Paradies betreten. La ilaha illallah. Und er sagte: Ittaqul ma'athima fi shahri Ramadan. Fürchtet euch vor den Sünden im Monat Ramadan. Fa innal hasanata tudha'afu fihi ma la tudha'afu fi ghayrihi. Denn die Hasana wird vermehrt und vervielfacht, so wie in keinem anderen Monat. Manche Gelehrten haben gesagt, dass es bis zu millionenfach und weiter hochgehen kann. Keiner kennt diese heftige Belohnung. وَكَذَلِكَ السَّيِّئَاتِ. Er sagt, und genauso sieht es mit den Sünden aus: تَعْظُمُ لَا تُضَاعَفُ. Sie wird gewaltig, sie wird nicht vervielfacht, sondern sie wird groß. Wenn sie außerhalb von Ramadan so groß wie ein Tennisball war, dann wird sie im Ramadan so groß wie ein, Allahu A'lam, eine Melone und noch größer. Okay? Deswegen haben die Gelehrten gesagt, die Hasanat vermehren sich nicht, sie werden nur größer und gewichtiger. وقال, er sagte, sallallahu alaihi wasallam: Inna ummati lan tukhza ma aqamu siyama shahri Ramadan. Diese Umma wird niemals in Schande gestürzt werden, solange sie den Monat Ramadan fasten. Faqala rajulun, stand ein Mann auf und sagte: Ma khizyuhum fi ida'ati shahri Ramadan. Was ist denn die Schande, wenn man den Monat Ramadan
nicht fastet. Qal, intihakum al-maharimi fih. Oder was ist denn die Schande, die man im Monat Ramadan begeht? Er sagte, die Haram, die Sünden zu begehen. Man amila sayyatan, Sinnen auf Schurban, wer eine Seyyah begeht, sei es nun Sinna oder Alkohol trinken, lam yataqabbal minhu Shahr Ramadan, von dem wird der Monat Ramadan nicht angenommen. Und Allah und die Engel verfluchen ihn. Und die Himmel sogar verfluchen ihn bis zum nächsten Jahr. Wenn er dann stirbt, bevor er den Monat erreicht, den nächsten Monat Ramadan erreicht, so wird er keine Hasana bei Allah haben, welches ihm vor der Hölle schützt und bewahrt. So fürchtet euch vor den Sünden im Monat Ramadan. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanen wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, den haben wir schon gehabt. Und man sama Ramadana wa atba'ahu bi sittin min shawwala fa ka'annama sama ad-dahr. Das war so viel in Bezug auf Ramadan, also das Fasten. Den Hadith, wer Ramadan fastet und danach 6 von Shawwal, vom Monat Shawwal, so ist es, als hätte er das ganze Jahr gefastet. Warum das ganze Jahr? Wie ihr wisst, das islamische Jahr hat 360 Tage. Und die 30 Tage, die man fastet, auch wenn es 29 sind, wird aufgerundet, sind dann 300 und die 66, so als hätte ein Jahr lang gefastet. Und die Frage, die hier immer wieder aufkommt, gerade für Leute, die krank waren oder die Frauen, die halt ihre Menstruation hatten, darf ich, muss ich, wie heißt das? Die 6 von Shawwal, muss ich die nach meinem Pflichtfasten fasten? Das heißt, Ramadan ist vorbei und ich habe noch 6 Tage wegen der Menstruation. Muss ich zuerst meine Tage nachholen und dann darf ich erst Shawwal? Oder darf ich die 6 von Shawwal und danach erst das Pflicht nachholen? Hier natürlich wieder große Diskussion unter den Gelehrten, welche unsere Aisha radiallahu anha gelöst hat, radiallahu anha, denn sie hat ihre Pflichttage erst im Schaban vom nächsten Jahr nachgeholt. Subhanallah, also auf dem letzten Drücker hat sie ihre Pflichttage nachgeholt. Jetzt sagst du mir, ja, was hat das mit den 6 von Shawwal zu tun? Ja, sie haben gesagt, eine wie Aisha, so eine tugendhafte Frau, lässt sich doch die 6 von Shawwal nicht entgehen. Und Arafa und Ashura, alles, was danach ja noch kommt. Also haben die Gelehrten es erlaubt, dass man die 6 von Shawwal fasten darf, obwohl man Ramadan noch nicht beendet hat, beziehungsweise Tage hat zum Nachholen. Dann hat der Autor ein kleines Kapitel aufgemacht in Bezug auf As-Sahur, also dieses kleine Frühstückchen vor dem Fajr-Gebet. Dazu gibt es auch einige Vorzüglichkeiten. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Wa'alaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh, so, weiter geht's. Tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Er sagte, isst dieses Sahur, diese kleine Mahlzeit, denn in ihr liegt Segen. Welcher Segen? Ja, wenn du was isst, der Segen insofern, dass du Kohlenhydrate aufgenommen hast und den Tag besser bestreiten kannst. Und auch Segen, da du dieser Sunna folgst, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat und selbst auch verrichtet hat, sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, Inna Allaha ja'ala al-barakata fi s-sahuri wal-khayli. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Segen hineingelegt in den Sahur, in diesen kleinen Essen. Es geht nicht darum zu essen und zu genießen, es geht darum, diese Sunna aufzuerwecken und den Segen zu erreichen. Schau mal, was er sagt. Denn Allah hat den Segen in den Sahur hineingelegt und in Pferde. Pferde sind gesegnete Tiere, besonders damals, die benutzt wurden für Kampf und für Hadsch und etc.
Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, inna juz'an min 70 juz'an min an-nubuwwati ta'khiru as-suhur. Ein Teil von dem Teil von 70 Teilen des Prophetentums ist sein Sahur-Frühstück zu verschieben, 20 Minuten. Halt, wir kommen noch dazu, wie lange das dauern sollte. Es ist ein Funken des Prophetentums sogar. Also einen hohen Wert hat dieses Sahur-Frühstück schon. وتبكير الإفطار إشارة الرجل بأصبعه في الصلاة. Also er sagt, in جزء من 70 جزء من النبوة تأخير السحور. Ein Teil von 70 Teilen des Prophetentums ist, sein Sahur zu verschieben, also spät, kurz vor dem Fajr zu verzehren. وتبكير الإفطار وإشارة الرجل بأصبعه في الصلاة. Und auch, was gehört noch zum Funken des Prophetentums? Den Iftar zu beschleunigen. Das siehst du auch, Fehler unter den Fastenden. Es ist schon Adhan, die Leute haben schon gebrochen und ich weiß nicht, die Frau kocht noch und der Mann läuft noch zur Moschee und bricht nicht sein Fasten. Breche schnell dein Fasten. Dann sagt er, wa isharatu rajuli bi usbu'ihi fi salah. Damit ist gemeint, dass du im Gebet beim Tashahhud mit deinem Finger zeigst. Das gehört auch zum Prophetentum. So haben sie gebetet. Also das Sahur zu verspäten, das Fastenbrechen zu beschleunigen und im Gebet mit dem Finger zu zeigen, ob du ihn ständig bewegst oder nur bei Ashhadu an la ilaha illallah oder ihn gar nicht bewegst und stillhältst. Das ist dann Madhhab bezogen. Aber Hauptsache, dein Finger wird bewegt, beziehungsweise du zeigst damit auf im Gebet, beim Tashahhud. Dann sagt er, Faslu ma bayna siyamikum wa siyami ahli al-kitabi aklus sahari. Also der Unterschied zwischen uns und den Ahlul Kitab, Leute der Schrift, gemeint sind die Juden und Christen, ist diese Mahlzeit das Sahur. Und er hat es geliebt, sallallahu alaihi wasallam, sich von ihnen zu unterscheiden. Bis er sogar, sie haben damals lange Haare gehabt, sich Mittelscheitel gemacht hat, weil sie ihre Haare nach hinten geworfen haben, nach hinten gekämmt haben, kam er mit Mittelscheitel raus und haben sie gesagt, Subhanallah, dieser Mann versucht uns in allen Sachen zu unterscheiden. Sallallahu alaihi wasallam. Wie heutzutage leider. Amen ihnen in vielen Dingen nach, mögen unsere Schläge. Und er sagt, Amarana Rasulullah al-Sahl bin Sa'ad al-Sa'idi, der edle Gefährte, sagt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns befohlen, an nu'ajjil al-Iftar, dass wir das Iftar, also das Fastenbrechen, beschleunigen sollen. Und er sagte, La yazalu an-nasu bikhairin ma ajjalu al-fitr. Den Menschen, den Muslimen, wird es so lange gut gehen, solange sie ihr Fastenbrechen beschleunigen, direkt. Li'anna al-Yahuda wan-Nasara yu'akhirun. Denn die Juden und Christen verspäten es. Also unterscheide dich von ihnen. Ähnele ihnen nicht in dieser Sache. Es war schon Adhan und der Muadhin hat gerufen und deine App hat gezeigt und du bist noch mit irgendwas anderem beschäftigt. Auch wenn es nur ein Schluck Wasser ist, breche schnell dein Fasten. Und dazu gibt es sogar Hadith Qudsiyya. Allah subhanahu wa ta'ala höchstpersönlich spricht über den Sahur und sagt, Yaqulu Allahu azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Der beliebteste Diener von den Fastenden sind diejenigen, die ihr Fasten brechen, beschleunigen. Na, das waren einige Ahadith zum Sahur. Und dann hat der Autor am Ende des Buches ein Kurzkapitel gemacht über Laylatul Qadr und auch dazu einige Ahadith erwähnt. Die lesen wir natürlich auch vor. Er sagt, رأى رجل ليلة القدر في العشر الأواخر. Also ein Mann träumte zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er Laylatul Qadr gesehen hat in den letzten 10 Nächten. فقال رسول الله sallallahu alaihi wasallam, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf, أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا فطلبوها في العشر الأواخر. Er sagt, das habe ich schon oft gehört. Du bist nicht der Erste. Ein anderer Mann kam und eine andere Frau und ein anderer Sahabi.
Jedem wurde das schon gezeigt im Traum. Und im Hadith heißt es, dass die rechtschaffensten Menschen die wahrhaftigsten Träume haben. Und wir haben vor 2 Jahren unser Traumseminar gehabt. Wer dabei war, kennt die Regel. Wir werden das inshallah dieses Jahr wiederholen, dass du dir Regel der Traumdeutung aneignest. Passt bitte auf eure Kameras auf und Mikrofone. Nicht, dass wir da was sehen, was wir nicht sehen dürfen. Und was du auch nicht willst, dass wir sehen. Na, also er sagt, ich sehe, dass eure Träume gleich sind, gleich geworden sind. So sucht Laylatul Qadr in den letzten 10 Nächten. Und das hatte ich vorher gesagt. Versuche die letzten 10 Nächte mit deinem Imam zu beten bis zum Schluss. Und dann wirst du Laylatul Qadr bi'iznillahi ta'ala auch erreichen. Und er sagte, Sami'tu Abdullah ibn Umar. Nafi' sagte, dass er ibn Umar hörte. Nafi' war der Bedienstete von ibn Umar. أري رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام أن ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. Einigen Männern der Sahaba wurde im Traum gezeigt, dass Laylatul Qadr in den letzten 7 Nächten stattfinden wird. Oder sie in diesen letzten 7 Nächten ist. فقام رسول الله, dann stand der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم auf, فقال und sagte, أرى رؤياكم قد تواتأت. Ich sehe, dass eure Träume sehr ähnlich sind. أنها في السبع الأواخر. Und zwar, dass sie in den letzten 7 Nächten sein wird. فمن كان متحريا فليتحراها في السبع الأواخر. Wer nun motiviert ist, diese Nacht zu erwischen, so soll er sie suchen in den letzten 7 Nächten. Ja. وعن مالك بن مرثد عن أبيه قال قلت لأبي ذر. Also einer der Gefährten von Abu Dharr, der große Gefährte Abu Dharr, radiallahu anh, sallallahu alaihi wasallam an Laylat al-Qadr. Also dieser Malik fragt Abu Dharr, den Gefährten, hast du den Propheten sallallahu alaihi wasallam schon mal über Laylat al-Qadr gefragt, wann sie ist und was es mit ihr auf sich hat? Qala, Anna kuntu as'aluhu anha. Er sagte, ja, ich habe ihn mal danach gefragt. Ja'ni ashaddu an-nasi mas'alatan anha. Ich war sogar derjenige, der ihn förmlich schon genervt hat damit und ihn schon bedrängt hat mit der Frage über Laylatul Qadr. Faqultu. Dann sagte ich ihm eines Tages, ja, Rasulallah, o Gesandter Allahs, akhbirni an Laylat al-Qadri, an Laylati Al-Qadri, berichte mir von dieser Nacht der Bestimmung für Ramadan hier auf Iraidihi. Für Ramadan hier auf Iraidihi. Ist sie im Ramadan oder in einer anderen Nacht? Faqal, la bal fi shahri Ramadan. Er sagte, nein, natürlich nicht. Sie befindet sich im Monat Ramadan. Faqultu, ja Nabi Allah. Dann sagte ich, o Prophet Allahs oder o Gesandter Allahs. Fa'idha qubidat al-Anbiya'u rufi'at ma'ahum ahiya ila yawm al-qiyamah. Er sagt aus Angst, o Gesandter Allahs, wenn die Propheten sterben, dann wird sie ja mit ihnen emporgehoben, du ja auch, das Wissen darüber. Auch hier ila yawm al-qiyamah, wird sie bis zum Tag der Auferstehung bleiben oder wird sie auch mit emporgehoben, wenn der letzte Prophet stirbt, nämlich du, oder wird sie fortan bleiben? Schau mal, was eine Angst. Er hat das Laylatul Qadr nicht mehr erleben darf. Qala la bal hiya ila yawm al-qiyamah. Er sagte, nein, 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 die Nacht der Bestimmung wird beständig bleiben bis zum Tag der Auferstehung. Qala qultu fa akhbirni fi ayyi shahri Ramadan hiya. Dann sagte er, sage mir, o Gesandter Allahs, wann im Ramadan genau ist denn diese Nacht? Qal, dann sagte er, iltamisuha fil ashri al-awakhir. Sucht nach ihr, seid bestrebt, sie zu suchen in den letzten 10 Nächten. Qal, iltamisuha fil ashri al-awakhir, wa la tas'alni an shay'in ba'daha. Schau mal, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war schon langsam genervt. Er sagt, such nach ihr in den letzten 10 Nächten und frag mich nichts mehr darüber, es reicht. Manchmal kann man auch nerven mit Fragen.
أقسمت عليك يا رسول الله بحقي عليك لتحدثني في أي العشر هي. Er hört nicht auf. Er sagt, ich schwöre, o Gesandter Allahs, بحقي عليك, ich habe ein Recht darauf. لتحدثني في أي العشر هي. Bitte sage mir, du hast ein Recht an mir und ich an dich oder ich an dir. In welchen der 10 ist sie denn? فغضب علي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dann wurde er zornig, صلى الله عليه وسلم, und wütend. غضبا ما غضبه علي ما قبل ولا بعد. Er wurde so zornig wie noch nie davor und danach auf mich, weil ich ihn genervt habe. Er sagt, such in ihren 10 Nächten und du schwörst und fragst immer noch weiter. Thumma qal, dann sagte er, التمسوها في السبع الأواخر. Such nach ihr in den letzten 7 Nächten. ولا تسألني عن شيء بعده. Und frage mich nichts mehr danach. Also haben wir einmal die Überlieferung von 10 und einmal von 7. Wir kommen am Ende dann genau, was es jetzt damit auf sich hat. قال, er sagte, sallallahu alaihi wasallam, من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Das ist der Hadith, der dritte, den ich gemeint hatte. Weil ليلة القدر steht aus vollem Glauben und hoffend auf Belohnung, dem werden seine Sünden vergeben werden, die er vorausgeschickt hat, beziehungsweise die er gemacht hat. Also haben wir den Hadith mit Wortlaut, wer den Monat steht aus Iman und aus Hoffnung, wer den Monat fastet aus Iman und aus Hoffnung und wer Laylatul Qadr steht aus Iman und aus Hoffnung. Und von Anas ibn Malik, er sagte, Lamma dakhala Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Als Ramadan eingetroffen ist, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Inna hadha ash-shahra qad dakhala alaykum. Der Monat ist eingetroffen. Wa huwa shahrullah al-mubarak. Und es ist Allahs Monat, der Segensreiche. Deswegen sind manche Gelehrten sehr, sehr streng, weil wir sehen ja in den sozialen Medien Ramadan Karim, Ramadan sonstiges. Sie sagen, haltet euch an die Wortlaute der Sunna. Hier sagt der Mubarak. Also es ist kein Problem zu sagen, Ramadan Mubarak, weil er ihn so genannt hat, sallallahu alaihi wasallam. Dann sagt er, fihi laylatun khayrun min elf shahr. In ihm ist ein Monat, beziehungsweise eine Nacht, die besser ist als 1000 Monate. Man hurimaha faqad hurima al-khayra kullahu. Wer diese Nacht, wem diese Nacht verwehrt wird und sie nicht erreicht, der hat das ganze Khair, das ganze Gute verloren. Darum geht es ja im kompletten Monat auch, unter anderem, diese Nacht zu erwischen, weil 1000 Monate, das sind über 80 Jahre, wer betet oder wer schafft es? Viele werden nicht mal 80 Jahre alt. Und wisse, dass manche Gelehrten sagen, diese Rechnung zählt gar nicht. Diese Rechnung ist gar nicht gewollt. Weil du siehst dann, dass viele rechnen, 1000 Monate sind, ich weiß nicht, 83 Jahre, 85 Jahre, Komma. Die sagen, nein, 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 das ist damit gar nicht gemeint. Mit 1000 ist umgangssprachlich gemeint, unendlich viel. Wie wenn du sagst, oh, der hat mich 100 Mal schon gefragt, der nervt. Obwohl er dich gar nicht 100 Mal gefragt hat, vielleicht nur 3, 4 Mal. Aber mit 100 meint man dann extrem viel. Und genauso gibt es die Aussage zu Khairun min elf shahr, besser als 1000 Monate, in Klammern, als unendlich viele Monate. Nur Allah kennt die Anzahl, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er, wem sie verwehrt wird, dem wurde alles Gute verwehrt. Wa la yuhramu khayraha illa kulla mahrum. Und niemanden wird sie verwehrt, außer dem alles verwehrt wurde. Subhanallah. Möge Allah uns sie erreichen lassen. Amen. Dann sagt er, sallallahu alaihi wasallam, Moment, qala ghulamun li Uthman ibn Abi al-As. Ein Junge fragte Uthman ibn As, welcher ein Gefährter war. Ja, Sayyidi, o mein Herr, inna fi hadha al-shahri, yani shahr Ramadan, laylatan ya'dhubu fiha al-bahr. In diesem Monat, das ist ein besonderer Hadith, in diesem Monat gibt es eine Nacht, in dem
der Ozean süß wird, obwohl es ja salzig ist. Qal, fa'idha kana dhalika fa'adhinni. Er sagt, wenn das soweit ist, dann sag mir Bescheid. Qal, fa'adhanahu. Dann hat er ihm Bescheid gesagt. Fa'idha hiya laylatu sab'a ashrata min shahri Ramadan. Er sagt, es war die 17. Nacht vom Monat Ramadan. Laylatul Furqan wird sie auch genannt, die Nacht der Unterscheidung. Der Autor sagt hier zum Hadith, dass er ihn in keiner einzigen Quelle gefunden hat, welche auch seltsam ist. Ja, die Gelehrten haben das früher gemacht, egal ob es authentisch ist oder unauthentisch, sie haben es erwähnt, weil sie haben gesagt, in Vorzüglichkeiten kann man ruhig Hadithe erwähnen, die unauthentisch sind, weil es geht um Motivation. Nur man darf nicht sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, sondern man formuliert es anders. Man sagt, es wurde überliefert, dass er gesagt haben soll. Und dann erwähnt man den Hadith. Also er sagt hier nochmal, Uthman ibn Abi al-As, ein Gefährte aus Taif, Sahabi, dieser hatte einen Bediensteten zu Hause, der ihm geholfen hat. Dieser Bedienstete fragte ihn, in diesem Monat Ramadan, gibt es eine Nacht, in dem der Ozean süß, aus dem Salzwasser Süßwasser wird? Wenn das passiert, dann sag mir Bescheid. Als er ihm Bescheid gesagt hat, hat er auf Datum geschaut. Es war die 17. Nacht vom Monat Ramadan, Laylatul Furqan, die Nacht der Unterscheidung. Wenn wir aber die ganzen anderen Hadithe nehmen, in dem es heißt, die letzten 10, die letzten 7, stellt sich heraus, dass dieser Hadith höchstwahrscheinlich nicht authentisch ist. Ne? Dann sagt er, Iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Direkt danach kommt der Ausspruch, sucht nach ihm in den letzten 10 Nächten. Dann erwähnt er genaue Zahlen. Fitasiatin tabqa. Also, wenn noch 9 Nächte übrig bleiben, das heißt in der 21. Nacht. Fi sabi'atin tabqa, in der 23. Nacht. Wa fi khamisatin tabqa, und in der 25. Nacht. Und er sagte auch, Kharaja alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana faqal. Warum wurden diese Zahlen erwähnt? Weil du musst wissen, dass es sehr, sehr viele Aussagen gibt. Ibn Hajar hat in der Erklärung zu Sahih al-Bukhari über 40, soweit ich weiß, 42 oder 43 Aussagen erwähnt der Gelehrten, wie man den Laylatul Qadr jetzt herausfindet. Und worauf sich dann die meisten gestützt haben, sie haben gesagt, Tantaqilu, sie springt von den ungeraden Nächten. Mal ist sie in der 21., mal in der 23., mal in der 25., 27., 29. Und das ist die stärkste Aussage, worauf sie sich geeinigt haben. Deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, seid bestrebt, nach ihr in den letzten 10 zu suchen. Und Ubay ibn Ka'b, als er geschworen hat, bei Allah, es ist die 27. Nacht, darauf wurde geantwortet, dass es in seinem Jahr die 27. Nacht war. Genau. Wir kommen noch kurz dazu. Also er sagt hier Anas ibn Malik, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam eines Tages zu uns heraus im Monat Ramadan und sagte: Inni ra'aytu hadhihi al-laylata hatta talaha rajulani farufi'at. Also mir wurde diese Nacht gezeigt, wann sie genau ist. Dann haben sich zwei Männer gestritten, dann wurde das Wissen emporgehoben. Faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal-khamisah. Sucht nach ihr in der 29., 27., 25. Wa'an Anas, von Anas ebenfalls, er sagte, Akhbarani Ubaidat ibn Samit, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, also Ubaidat ibn Samit berichtete, sagte Anas ibn Malik, dass er rausgekommen ist, um ihnen zu berichten, wann Laylatul Qadr ist. Dann haben sich zwei Männer gestritten von den Gläubigen. Dann sagt er, Inni kharajtu li ukhbirakum bi Laylatul Qadr. Ich bin zu euch nur rausgekommen, um euch zu sagen, wann Laylatul Qadr ist. Wa annahu talaha fulanun farufi'at. Aufgrund des Streits, schau mal, wie negativ und welch großer Schaden entsteht durch Streitigkeiten. Dadurch wurde das Wissen von Laylatul Qadr
emporgehoben. Er sagt, und vielleicht ist es auch besser für euch, dass ihr es nicht wisst. Sucht nach ihr in der 9., 7. und 5. Na. Wan Abi Salama, komm langsam zum Ende. Von Abi Salama, radiallahu an, qad. Wir haben über Laylatul Qadr gesprochen. Fi nafarin min Quraysh, in einer Gruppe der Qurayshiten. Fa'ataytu Abu Sa'id, dann bin ich zu Abu Sa'id al-Khudri gegangen. Wa kana li sadiqa, welcher mein engster Freund war. Faqal, dann sagte er, Ala takhruju bina ila Nakhl, willst du mit uns nicht einen Spaziergang machen, hier Richtung Palmen, schönen Spaziergang. Fakharajna wa alayhi khamisa, so sind wir rausgegangen und er hatte einen schwarzen oder roten Umhang dabei an, welcher Zeichen hatte, Muster. Fakultu, dann sagte ich ihm, Akhbirni an Laylatul Qadr. Er hat ihn nur rausgelockt, um das Wissen von Laylatul Qadr zu erlangen. Er sagt, berichte mir von Laylatul Qadr. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru Laylatul Qadr? Hast du den Gesandten mal erlebt und gehört, dass er darüber gesprochen hat? Qala na'am, er sagte ja. I'takafna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil 'ashr al-awakhir. Ich hatte sogar die Ehre, mit ihm I'tikaf zu machen in den letzten 10 Nächten von Ramadan. Fakhatabana sabihata 20. So hat er uns eine Predigt gehalten, morgens am 21. Das heißt, die 21. Nacht war vorbei. Faqal, dann sagte er, inni, beziehungsweise die Nacht davor wäre die 21. Faqal, dann sagte er, inni ra'aytu Laylat al-Qadr. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, ich habe Laylatul Qadr gesehen. Also, das heißt nicht gesehen, sondern Jibril alaihi salam hat ihm im Traum gesagt, ja Muhammad, Laylatul Qadr ist am so und so. Sabih hatte 20, genau, also die Predigt hat stattgefunden morgens am 20. Fastentag. Es wäre dann die Nacht, die darauf folgen würde, wäre die 21. Daraufhin sagt er in dieser Predigt morgens, ich habe Laylatul Qadr gesehen, wa inni nasituha, und ich habe sie vergessen. Au nusituha, oder mir wurde sie, ja, genommen, dieses Wissen darüber. Faltamisuha fil ashril awakhir fil witr. So sucht nach ihr in den letzten 10 Nächten, aber in den ungeraden Nächten, das heißt von 21 aufwärts bis 29. Faman kana i'takafa ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falyarji'. Wer mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam i'tikaf gemacht hat, so soll er zurück. Wa ra'aytu ka'anni asjudu fi ma'in wa tin. Das daran konnte er sich noch erinnern. Dass er Sejda macht, die Niederwerfung in Wasser und Matsch. Weil ihr wisst, die Moschee war nur mit Palmen, Ästen bedeckt und Wasser ist natürlich durchgedrungen auf dem Boden und dann wurde es zum Matsch. Und er sagt, ich habe mich gesehen, wie ich mich niederwerfe in diese nasse Erde. Das heißt, gemeint ist, er hat im Traum gesehen, dass Jibril ihm sagt, die Nacht ist am so und so, also die 21. Nacht, und ihr Zeichen ist so und so. Also, dass du danach, am Morgen danach, dich niederwerfen wirst in Matsch. Das war das Zeichen, dass es Laylatul Qadr war. Sujud im Wasser. Okay. Aber er hat es vergessen, das Zeichen, dass es eigentlich dieses Zeichen war. قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة. Er sagt, dann gingen wir alle zurück aus dem I'tikaf und es war keine einzige Wolke im Himmel. وجاءت سحابة فمطرنا حتى سال سقف المسجد. Subhanallah. Als wir gerade rausgegangen sind, kam eine Wolke, die so viel Wasser herabfallen ließ, bis es aus dem Dach geflossen hat. Wa kana min jaridin nakhl, welcher aus Palmzweige bestand. Wa uqimat is-salah, dann wurde zum Gebet gerufen.
Fara'aytuhu yasjudu fi ma'in wa tin. Dann habe ich ihn gesehen, wie er in Wasser und Matsch sein Gebet verrichtet bzw. sich niederwirft. Hatta ra'aytu tina fi jabhati Rasulillah. Ich habe sogar die Spuren des Matsches auf seiner Stirn gesehen. Auqal athara tin, oder sagte die Spuren fi jabhati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Also war das zu der Nacht, beziehungsweise in diesem Jahr, das Zeichen von Laylatul Qadr, das Zeichen, dass er am Morgen darauf beten wird und sich in Matsch niederwerfen wird. Das war das Zeichen dafür, dass Laylatul Qadr stattfinden wird oder stattgefunden hat. Ja. Gut, auf der letzten Seite sagt er dann nochmal, dass die stärkste Aussage die ist, dass sie sich abwechselt von 21, 23, 25, 27 und 29. Und letztendlich kann man nichts anderes machen, außer das, was er anbefohlen hat, nämlich in den letzten 10 Nächten danach zu suchen. Und wie gesagt, es ist einfach zu erlangen. Macht nicht den Fehler, den leider man immer noch sieht in den Moscheen, dass die Geschwister aufstehen und nach der 8. Raka'a gehen sie einfach raus. Warum? Wenn du einen Stopp so sagst, warum gehst du weg? Es gibt noch 3 Raka'at Witr. Dann sagt er dir, von der Sunna ist es, sein Witr kurz vor dem Fajr zu verspäten. Dann sagen wir, Ahsant, richtig. Aber für Ramadan gibt es eine spezifische Überlieferung, die da lautet, wer mit seinem Imam betet, bis dieser sein Gebet beendet, so wird ihm die Nacht gut geschrieben, die komplette Nacht. Derjenige, der geht, der wird niemals dazu kommen, die ganze Nacht gebetet zu haben. Warum? Weil er saß und hat Iftar gemacht. Die Nacht beginnt ja von Maghrib bis Adhan von Fajr. Er hat gegessen, er war nicht im Gebet. Er ist zur Moschee gelaufen. Okay, das zählt als Gebet. Er kommt zurück, ruht sich vielleicht aus, vielleicht schläft er sogar und steht dann auf. Diese ganzen Zeiten, die er nicht im Gebet war, hast du aber gut geschrieben. Deswegen bleib mit dem Imam, bis er sein Witr betet. Und zu Hause kannst du dann immer noch freiwillig 2-2-2-2 beten. Es ist kein Problem, sein Witr im Ramadan mit dem Imam zu verrichten. Genau. Also haben wir jetzt, Alhamdulillah, auch das Büchlein jetzt beendet. In 3 Teilen. Und dann kann man sich auch jedes Jahr das nochmal anschauen. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr kurz stellen. Ansonsten verabschieden wir uns. Wafiq barakallahi tugai. Gut, liebe Geschwister, dann sage ich, morgen im Tazkiya-Kurs, wer dabei ist. Ah, okay. Was genau kann man? Was genau kann man in dieser Nacht bewirken? Wieso heißt es Laylatul Qadr? Kann man darin den Qadr ändern? Gute Frage. Nein. Das nennt man Al-Qadr al-Hawli. Die Engel bekommen in dieser Nacht aus der wohlbewahrten Tafel, aus Al-Lawh al-Mahfuz, du weißt ja, dass da alles niedergeschrieben worden ist. Als Allah den Himmel und die Erde erschaffen hat, sagte er zum Stift, schreib. Er sagte, was soll ich schreiben? Er sagte, schreib, was sein wird bis zum Tag der Auferstehung. Alles, wirklich jedes kleine Detail. Unsere Sitzung hier, wie viele Male du beten wirst, wie viele Schlucke Wasser du nimmst, jedes Detail. In diesem Jahr bekommen die Engel die Nachrichten, wer wird zu Hadsch fahren, wer wird sterben,
Wer wird wieder gesund? Wer wird krank? Wer wird einen Unfall haben? In dieser Nacht wird das alles sozusagen aufgefrischt und aufgesagt werden. Deswegen heißt es die Nacht der Bestimmung, Laylatul Qadr. Und in Surat al-Dukhan nannte er sie ja Layla Mubarakah, also die segensreiche Nacht. Warum segensreich? Weil halt eine Riesenanzahl von Engeln herabkommen. In manchen Überlieferungen heißt es, so viele Engel gleich den Sandkörnern auf der Erde. Also eine Menge, die keiner sich vorstellen kann. Auch wurde gesagt, Laylatul Qadr heißt Laylatul Qadr aufgrund deswegen. Al-Qadr heißt beengen. Und da so viele Engel herabkommen, sagen sie, es ist die Nacht der Enge. Du wirst kaum einen Platz finden in Laylatul Qadr. Wenn du die Engel sehen würdest, hieß es, müsstest du auf Zehenspitzen laufen, um irgendwo noch durchzupassen, weil es wird die Nacht der Enge genannt. Al-Qadr im Arabisch nennt man auch eng. Deswegen wurde Laylatul Qadr. Und der dritte Grund, Al-Qadr kommt von Wert und hohe Stufe. Die Nacht hat bei Allah einen sehr hohen Wert und eine sehr hohe Stufe. Warum? Weil in ihr wurde der Koran herabgesandt. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Eine Sure wurde sogar danach benannt. Deswegen heißt Laylatul Qadr Laylatul Qadr. Genau. Ich habe sehr von deiner Demut im Gebet profitiert. Möge Allah dich reichlich belohnen. Amin. Ist ja noch nicht fertig. Es kommen noch drei Teile, dann ist die Serie fertig, inshallah. Morgen kommt Teil 9. Ja, morgen müsste Teil 9 kommen. Und danach gibt es noch 10, 11 und dann ist auch die Serie vorbei. So, Barakallahu fiek, vielen Dank. Wafiq, Barakallah, freut mich, dass es euch gefällt. Naam. Barakallah, Wafiq, Barakallah. Gut, habt ihr noch Fragen? Ansonsten. Dann sage ich Subhanakallah wa bihamdik, la auf Arabisch, ja? Okay. Dann sehe ich die Leute, die im Tazkiyakurs sind, morgen nach dem Asr um 17:30 Uhr, inshallah. Assalamu alaikum.